aus der Bahn werfen lassen, würde ich mich schon mal ganz gerne. Aber wenn, nur von einer echt schrillen Frau. Hey! Das ist Marco. Marco, Sänger möchtest du werden, hast du gesagt. Ganz kurz, der Gruß nochmal an die Fans, alles läuft. Wer soll denn in deiner zukünftigen Beziehung den Ton angeben? Ah, ich glaube, das wird aufgeteilt zwischen den beiden. Das sind Männer heute, ne? Dann setz dich auch brav hin. Danke. Ins Sofa. Nimm Platz. Du hast eben erzählt, in dem Film haben wir gesehen, du bist in einer beruflichen Orientierungsphase. Hast keinen Stress, weißt noch nicht so genau, was du machen willst, außer Sänger. Aber würdest du eigentlich mit so einer taffen Karrierefrau klarkommen? Ich weiß nicht, also wenn die mit meinem Lebenswandel klarkommt, weil ich meistens eigentlich ziemlich lange ausschlafe und das alles ganz locker angehen lasse. Also wenn sie mit mir keine Probleme hat, ist es, glaube ich, alles ganz easy. Und dementsprechend geht es nachts dann ein bisschen länger? Bisschen länger, genau. St. Pauli bietet ja auch eine Menge dafür. Darüber hinaus, das da, was ihr dort seht, das ist der Monitor von Marco. Dort laufen sämtliche Faxe und E-Mails auf. Dein Headset setzt bitte schon mal auf. Damit könnt ihr mit ihm telefonieren und bei dieser orangen Laterne heißt es Telefon, ich bin durch, hurra, hurra. Wenn ihr nicht durchkommen solltet, werdet ihr übrigens auf einen Anrufbeantworter weitergeleitet. Also hier geht kein Telefongespräch verloren. Diese Geschichte heißt Quicks. Dort könnt ihr bis zu 80 Zeilen übermitteln und auch hier Telefonnummern und all das Mögliche hinterlassen. Die Durchwahl für Marco in jedem Fall, wenn ihr mit ihm gemeinsam über den Kiez ziehen wollt, ist die 11 und die dazugehörigen Nummern für Telefon, Fax, E-Mail und Quicks seht ihr hier eingeblendet. Dir auf jeden Fall viel Spaß. Ne? Danke, Mann. Hau rein und du kriegst nochmal einen donnernden Applaus und dann geht's los. Das ist Marco. Ich bin noch am Austesten, also. Ja? Ja, aber ich habe gerade jemanden dran. Wen denn? Das ist die Alicia, habe ich das richtig verstanden? Alisa. Alisa. Alice im Wunderland. Jetzt ist sie aber weg irgendwie. Nee, jetzt ist sie da oben. So. Ist sie. Schau, da ist sie. Bin ich noch da? Alisa, du bist da. Grüß dich. Super, hallo. Von wo rufst du an? Ich rufe aus Stuttgart an. Aus Stuttgart? Ja. Und, wie läuft's in Stuttgart? Oh ja. Ja. Ganz gut. Schön warmes Wetter und alles. Ja, doch, war klasse heute, ja. Ist dir denn eher heiß geworden, als du den Marco gesehen hast? Was bin ich? Ist dir heiß geworden, als du Marco gesehen hast? Heiß geworden. Hast schon richtig verstanden. Ob du heiß bist. Marco! Um Gottes Willen. Also ich formuliere mal anders. Ja, mach mal. Wie war denn das so, als du Marco gesehen hast? Ich war angenehm überrascht. Endlich mal was zum Angucken in deiner Sendung. Hey, hey, hey. Naja. Den nehme ich jetzt persönlich, ne? Ich moderiere das 8. Mal. Vielen Dank. Nein, um Gottes Willen. Also dich natürlich ausgenommen. Ich meine natürlich nur die Kandidaten. An dich kommt sowieso keiner ran. Oh. Genug geschleimt, wieder zu Marco zurück. Stuttgart, meine Stadt. Ihr telefoniert noch ein bisschen weiter. Alles klar. Das heißt, wir unterbrechen dich ganz kurz mal eben, wenn wir dürfen. Lies das E-Mail doch mal, oder diese E-Mail mal gerade schnell vor. Hi Marco, du bist echt süß und da ein Tellerwäscher normalerweise in einen Millionär mutiert muss, ne? Kennst das ja. Aber ist ja mit dir nicht der Fall. Aber Stuttgart war sowieso viel netter, oder? No? Ich werde es austesten, auf jeden Fall. Die 11 ist Marcos Durchwahl und dort können ihn alle anderen anrufen, ihm einen Fax schicken, eine E-Mail oder auch eine Quicks-Meldung. Gut, Marco, jetzt ist ja eines. Der Mann ist so aufgeregt, ich weiß nicht, vielleicht in diese Kamera. Wenn das nicht eine ordentliche Schrift ist, dann weiß ich es nicht. Nicht schlecht, mein Lieber. Wen kritzelst du denn jetzt irgendwie in dein Büchlein? Das ist Wada. Wada? Ja, Wada. Das ist die Batterie, ne? Nee, das ist Wada. Ach so. Wada! Ja. Hallo, Wada. Hallo, Wada. Ja, ich bin dran. Wada, woher kommt der Name? War da noch jemand? Hey, nett. Aber kleiner Frontaler. Nicht so schlecht. Ich bin das gewohnt. Woher kommt der Name Wada? Das ist Hebräisch und Arabisch. Hebräisch und Arabisch. Kommst du selbst aus dieser Nein, Kultur? Nein, ich komme gebürtig aus Heidelberg, wohne aber jetzt in Hamburg. In Hamburg. Ganz Hamburg ist wahnsinnig, wenn hier mal ein Hamburger sitzt, ne? Damit endlich mal wieder was los ist in der Stadt. Gefällt dir Wada? Ja, also wir haben uns den ganzen Tag unterhalten, es war ganz nett. Also ja. Ich habe gut abgelacht gerade. Das passt ja im Grunde genommen auch, weil Wada geht mit Marco an die Wada-Kant. Naja. Knaller. Ja, ich muss sie kurz stoppen, Entschuldigung. Ihr telefoniert weiter.
beratet mal, wie ihr denn euch wo an der Weiderkant treffen könnt. Und die 1-1 ist deine Durchwahl, okay? Du kriegst nochmal einen hamburgischen Applaus. Oder auch einen Kölner in diesem Fall, die 1-1. Ausschuss der Öffentlichkeit. Okay, ansonsten, was hast du vielleicht irgendwie was Nettes gefunden? Ja, es waren schon ganz nette Sachen dabei. Also, Haben wir einiges Nettes gesehen. Ganz super, kann man sagen. Da könnte ja was draus werden. Ja. Geschenke. Du sollst nicht ohne Geschenke zurück nach Hamburg gehen. Charmin bringt sie. Charmin als Geschenk. Charmin als Geschenk, ganz genau. Nein, nein. Die bleibt schön hier. Das ist dein E-Plus-Handy. Deine Nummer ist an dieser Stelle eingeblendet. Da kann man dich weiter erreichen. Und das hier wird dein Anrufbeantworter werden, wo alle Gespräche, die nicht durchgekommen sind, drauf sind. Mhm. Das kannst du dir ganz in Ruhe in Hamburg auf dem Kiez dann wieder anhören. Okay? Ohne Handy. Toi, toi, toi dir. Danke. Viel Spaß in deinem neuen Leben sozusagen. Du kriegst noch mal einen donnernden Applaus. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Ja, klar. Okay.